findet ihr auf der Internetseite, die blenden wir auch euch gerade mal ein. Und da kann auch kein Campingplatzbetreiber was machen. Gleich nebenan kostet 1 Euro für 30 Minuten. Es ist kein gepflegter englischer Rasen, aber es ist ein guter Rasen, zumindest wir sehen. Und was jetzt das ganz Besondere machen muss, kostet 2 Euro. Also wer mit der Chemietoilette nicht so gut. Abreise ist bis 10 Uhr. Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ja, heute geht es um einen Campingplatz hier in St. Peter-Ording, nämlich den Campingplatz Biel, der gleich da in die Richtung ist, und zwar hinterm Deich. Und den wollen wir euch heute mal zeigen. Ja, und das hier, das ist unser Platz. Wir sind auf Stellplatz 131 und der ist schön groß. Wir haben hier Schotterparkplatz haben wir auf der Seite. Und wenn wir wollten, haben wir nämlich nicht gemacht, hätten wir natürlich auf der Seite Rasen. Es ist kein gepflegter englischer Rasen, aber es ist ein guter Rasen. Zumindest kann man da draufstehen. Also von der Größe her, hier passen Wohnmobile her. Wenn Stefan mal ein bisschen nach links dreht, sieht man hier so einen großen Hobby. Ich behaupte mal, dass der groß ist. Und der passt hier ohne Probleme her. Also, was will man mehr, ne? Und wir machen jetzt einfach mal eine Platzführung, was wir so alles erleben werden. Unter anderem auch natürlich duschen. Ja, wo wir gerade mal jetzt auf dem Weg sind, können wir das gleich mal machen. Und dann zeigen wir euch die Duschen und was wir noch so für sanitäre Sachen haben. Ja, wenn wir jetzt mal nach links schauen, also hier sind noch so viele Plätze frei. Ich hoffe, dass die das alles richtig nummeriert haben. Dann sind hier bis zu 161 Stellplätze nur rein für die Campingplätze. Es gibt noch einen Wohnmobilhafen und einen Zeltplatz. Also richtig viel. Und wir laufen jetzt halt Richtung Sanitäranlagen. Wir zeigen euch jetzt die Sanitäranlagen hier an diesem Campingplatz. Und ja, anfangen tun wir mit den Toiletten bei den Herren. Sicher, wir gehen nicht zu den Damen, also wir wissen nicht, wie bei den Damen aussieht. Genug Pessoas haben sie, 4 ganz normale Herrentoiletten und sie sind so gut wie sauber. Hinten leider nicht, aber da gebe ich niemals den Campingplatz die Schuld, sondern das sind wirklich die Campingplatzbesucher. Das sind kleine Dreckschweine, was ich nicht so schön finde, aber wie gesagt, die wird täglich gereinigt und an sich, es ist auch wirklich sehr sauber. Wenn die natürlich nicht richtig spülen, tja, da kann auch kein Campingplatzbetreiber was machen. Gleich nebenan sind dann die Waschbereiche. Einmal hier komplett die ganz normalen Waschbecken. Wenn man es nicht mag, kann man natürlich auch in so eine Kabine gehen. Da hat man auch ganz normale Waschbecken. Und dann hat man insgesamt, also eine ist kaputt, die wird gerade saniert. 3 Duschen noch und für die kleinen Jungs hat man auch noch ein Waschbecken. Also wenn man kleiner ist, kann man hier rangehen. Ja, und sauber auf jeden Fall. Hier gibt es einen super Daumen nach oben. Dann hier für die Strandgänger Füße waschen, den Hund waschen, wenn man Spaß hat. Dann gibt es hier einmal Herrenduschen. Hier ist aber mit der Karte zu bezahlen. Dann gibt es hier sehr heißes Wasser und kaltes Wasser, also extra sehr heiß. Dann hat man hier nochmal ganz normale Herrentoiletten. Spülbecken und die Küche, da gehen wir jetzt mal rein. Wir sind frisch geduscht, wir haben das gleich mal ausgenutzt, dass wir natürlich da drin waren und sind jetzt in der Küche. Und man muss sagen, das ist wirklich eine Küche hier. Echt genial. Wir haben hier erstmal 3 Spülbecken. Draußen sind auch noch Spülbecken. Sehr interessant, da gibt es sehr heißes Wasser. Also nicht nur heißes Wasser, sondern sogar sehr heißes Wasser. Das zeigen wir euch gleich. Dann haben wir einen Gefrierschrank. Dann gibt es einen
vierflammigen Herd inklusive Backofen kostet 1 € für 30 Minuten. Daneben haben wir einen Geschirrspüler, der kostet 2,50 € für 30 Minuten. Und du kannst ja auch Wäsche waschen und trocknen, jeweils für 3 € für 90 Minuten. Und Markenqualität haben sie auch. Also ich glaube, das ist ganz gut. Und ich würde behaupten, dass hier und hier vielleicht mal Mikrowellen gestanden haben, denn das hat uns die Rezeptionistin erzählt, die haben vor 2 Wochen hier Mikrowellen geklaut. Was ist da los? Oh, dann haben wir hier natürlich Müll. Es wird alles schon getrennt, wie sich das gehört. Die sind außerhalb und dann haben wir gleich zu unserer Linken die Rezeption, wo du halt bezahlen tust, deine Karte abholst, Schrankensystem ist alles dabei. Und dann gibt es da auch noch ein Restaurant und auch einen Shop und das zeigen wir euch jetzt auch gleich. Und dann haben wir hier gleich den Eingang, damit ihr seht, wo ihr seid. Ja, momentan alles belegt, Gott haben wir Glück gehabt. Da wird euch Stefan aber noch was zu erzählen. Ja, Zeltplätze sind verfügbar. Wer möchte, kann auch hier zelten. Und wie gesagt, das alles hier beim Campingplatz Biel. Wir haben jetzt den Platz gewechselt, sind auf dem Deich. Und wir zeigen euch ja gerade mal das, was wir sehen. Und was jetzt das ganz Besondere, die besondere Lage von dem Campingplatz Biel ist, das zeigt euch Stefan jetzt einfach mal mit der Drohne. Sachen von hier oben, wo wir schon mal da sind bei der Kälte. Und zwar hat der Campingplatz Biel unter anderem einen Wohnmobilhafen. Das ist das Ding, wo die ganzen Wohnmobile auf dem geschotterten Platz stehen. Das ist also der Wohnmobilhafen. Es sind viele Plätze und gleich daneben gibt es einen Spielplatz. Nach meinem Kenntnisstand waren da bis eben Kinder, die sind netterweise jetzt verschwunden, sodass wir auf den Spielplatz zeigen können. Und daneben ist ein Zeltplatz. Das ist die grüne Fläche, wo das eine Zelt drauf steht. Da passen also viel, viel mehr Zelte hin. Also wer mit dem Zelt kommen möchte, ist da auch ein gern gesehener Gast. Und wir sind jetzt bei einem Thema, was uns persönlich als Bullifahrer nicht so wirklich interessiert, aber euch Camper brennen. Das ist nämlich der Reinigung von Abwasser, Grauwasser etc. Wir haben ein Frischwasser, Trinkwasser, kostet 1 € für ca. 100 Liter. Also ich glaube, du kannst hier 100 Meter weit stehen, du kriegst trotzdem Frischwasser. Dann haben die jetzt was echt Cooles, und zwar den Camper Clean. Entleer- und Reinigungsstation für Toilettenkassetten. Das haben wir mal in anderen Videos gesehen, das haben die hier auch. Hier stehen auch die ganzen Formate, was man hier so machen muss. Kostet 2 €, also wer mit der Chemietoilette nicht so gerne bereinigt werden will, hier bitte das nutzen. Und du kannst danach, und das gibt es kostenlos, einmal die Hände desinfizieren. Wichtig ist, haben wir noch, was uns auch nicht interessiert, ist der Grauwasser. Nee, ist es Grauwasser? Doch, Grauwasser. Grau- und Schwarzwasser könnte sein. Ich höre aus dem Off Stimmen. Schwarzwasser, Grauwasser, hier kannst du das Grauwasser ablassen. Und ja, wie gesagt, das ist kostenlos, da bezahlt dafür nichts. Also für die Fähr- und Entsorgung für die Wohnmobile ist auf jeden Fall gesorgt. Dann gibt es natürlich Strom am Platz. Im weitesten Sinne, immer vorne stehen die Kästen. Und zwar 4 € kostet der Strom. Wir blenden es auf euch auf jeden Fall ein. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, den Preis. Und dann braucht ihr aber lange Kabel. Bis zum Ende hin, da einmal quer durch, da stehen ja wir, wo der Lattenzaun da ist. Also du brauchst hier gut Kabel, kannst es aber hier auch Kabelrollen am Platz dir ausleihen. Ihr habt ja gesehen, gestern war das nämlich genauso, dass das Schild besetzt zeigt. Also das habt ihr vorhin gesehen, als wir das mal kurz eingeblendet haben. Das ist auch heute auch noch so.
was haben wir gemacht? Wir sind hier einfach mal her gestern und haben mal gefragt, ob wir vielleicht noch für einen Camper, der ist ja nicht so groß, einfach hier unterkommen können. Gestern war es nicht mehr möglich, aber da heute ja auch welche abgereist sind, haben sie gesagt, ja, nee, ist okay, wir kriegen euch morgen unter. Und wir haben dann für den nächsten Tag direkt reserviert und jetzt für eine Nacht. Und genau, also das heißt, man wird irgendwie schon noch untergebracht, wenn es zwar nicht am gleichen Tag ist, aber sie versuchen es schon am nächsten Tag dann. Jetzt kommen wir nochmal zu den Preisen. Also für uns, wir sind ja nicht so groß, das heißt, wir haben 5 Meter Fahrzeug, haben wir für das Fahrzeug 9 Euro bezahlt. Pro Person gab es dann einen Zuschlag, jetzt muss ich selber erstmal einmal gucken, von 6 Euro, also das heißt 12 Euro zusammen. Und die Duschmarken kosten nochmal 1,50 Euro pro Person. Da haben wir 2 Stück von gehabt, dementsprechend 3 Euro. Insgesamt bei 24 Euro. Für uns, finde ich, ist es doch vom Preis in Ordnung. Strom haben wir natürlich nicht genommen. Wir haben unsere eigenen Stromleitungen, die kommen ja vom Dach bekanntlicherweise. So, ihr habt die ganzen Sachen vom Campingplatz Bier gesehen, also Sanitäranlagen und so weiter und so fort. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick von diesem Campingplatz auch machen. Und wie gesagt, probiert es einfach selber mal aus. Preise findet ihr auf der Internetseite, die blenden wir auch euch gerade mal ein. Und es ist auch unten in der Beschreibung drin. Also viele Informationen bekommt ihr da. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Teilt gerne das Video, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einer neuen Folge bei Kreuzfahrtbulli. Kostet 2 Euro, also wer mit dem